herzlich willkommen in der Anstalt. Schön, dass Sie sich haben einliefern lassen. Es ist aber auch toll, es ist aber auch ein Jahresauftakt, oder? Wahnsinn, oder? Was in diesem Monat los war, der Hammer. Börsenkrise, Bankenkrise, Wirtschaftskrise. Und das Schönste ist halb so wild, weil wir haben Flocke. Der neue Knut ist da. Und der Arle Koch ist fort. Das müssen wir feiern. Der ist fort. Und seine Chefin hat auch schon gesagt, Roland Koch hat einen klaren Regierungsauftrag bekommen. Ja, von mir nicht. Von mir hat sie gern. Und die paar Stimmen, die der mehr hat, die haben sie uns beschissen drum. Da müssten wir mal die Wahlbeobachter von Kenia holen. Langsam. Mehrheit ist Mehrheit. Hat auch Rudolf Pofalla geknödelt. Hat gesagt, wir haben eine politische Kultur im Land. Ja, deswegen hat er hier auf der Decke geredet, der Koch. Weil wir politische Kultur haben. Und das wird jetzt gefeiert. Ja, Moment, schon. Wir können feiern, aber jetzt noch nicht so. Es fehlt ja noch eine. Ich freue mich die ganze Zeit schon. Wo ist der überhaupt hin? Der mit der Hand. Ach, der Ding, der Patientensprecher. Ja, der ist doch auf der Polizeiwache. Was? Ja, wissen Sie das nicht? Der hat doch eine Vorladung, weil er als die ganze Wahlplakate abgerissen hat. Wie oft habe ich ihm gesagt, er soll das bleiben lassen? X-mal habe ich ihn angerufen. Was? Sie haben ihn angerufen? Um Gottes Willen, Sie dürfen doch keinen mehr anrufen. Seit dem 1. Januar hören Sie doch alles ab. Da reicht ein falsches Wort. Ja, bei dem kommen nur falsche Wörter. Ja, du, das ist beim Schäuble im Computer, zack, ist er fällig. So lässt es. So, wer darf es jetzt wieder ausbaden? Ich, ne? Ich darf jetzt wieder eine Gutachter stellen, hinfaxen, und erklären, warum so einer überhaupt frei rumlaufen darf, wenn man einmal ein bisschen Spaß haben und feiern will. Ja, wir feiern auch. Der kommt schon wieder, mache sich keine Gedanken. Und guck Sie, wir haben doch schon alles dekoriert. Und Sie haben die Schuppe dabei. Und wissen Sie, was ich geholt habe? Grüne Soße, Fleischwurst und Kochkäse mit Musik. Da lassen wir uns nieder. La 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 la. Das kann ja nicht wahr sein, da bin ich ein Verrückter los und hab zwei neue Irre am Hals. Na, jetzt passen Sie auf, machen wir einen Dusch. Was hat der Koch nicht all versucht? Vom Wähler war er auf der Flucht. Jetzt müssen Sie auch eine. Manch Medium war auf seiner Seite, bildbunte Fokus und so weiter. Jetzt du. Den Koch erwischt es in flagranti, heißt jetzt die Köchin Ypsilanti. Tusch. Ach so, jetzt ich wieder. Erziehungscamp und Warnschussknast, das hätte dem Roland so gepasst. Aus Angst, dass er die Wahl verliert, ist ihm sein Schuss im Rohr krepiert. Ja. Und unterstützt hat dieses Ferkel unsere Quotenqueen der Mitte. Moment, halt, nein. Frau, stopp, nein, das darf nicht. Nein. Das geht nicht. Nein, das kann man nicht. Das stimmt nicht. Das geht. Nein, nicht unsere. Das ist völlig falsch. Sowas kommt, das dürfen Sie nicht sagen. Sowas. Unsere, das harmoniert nicht mit dem Versmaß. Was? Das hätte sich super geräumt. Und sonst passt doch auch nichts auf Ferkel. Ja, aber es zerstört die Alexandriner in den Jamben. Alex, mit sowas kommt ihr bei keiner Prunksitzung durch, also ab. Was jetzt ab? Sollen wir noch einmal üben? Nein, auf Station. Aber wir wollten doch feiern. Ja, aber dafür ist es noch zu früh. Und außerdem habe ich nicht ohne meine rechte Hand. Ja, dann holen wir die rechte Hand. Sag komm, Bruder, geh mir hier den holen. Oh, sieh das mit dem Ferkel, das war gut. Ich hab das extra so gedacht. Das hätte gepasst mit der Arsch in der Hand. Na, aber es ist doch wirklich, ich verstehe das. Die haben so gute Laune dabei, die Lage ist doch ernst.
Sagen doch alle, wie geht's jetzt weiter in Hesse? Was passiert denn da? Die Volksfront, der Linksruck. Die Linke ist im Westen an und schuld war das Wetter. In Niedersachsen, weil es geregnet hat, und in Hesse war das Wetter zu schön. Und schuld am Wetter ist, klar, SPD, und die ist für, es gab ja, schön war, es gab ja bis 4,9%, ne, war es ja die gute Linke, ne, die ermöglicht hätte, dass eine bürgerliche Nicht-Mehrheit hätte weiterregieren können. Ab 5%, war's die böse Linke. Und jetzt sagen, jetzt geht's dahin, jetzt bricht alles zusammen. Hessen geht zurück zum Faustkeil. Alles wird kommunistisch unterwandert. Die Wirtschaft wandert ab, weil alles kommunistisch unterwandert wird. Auch die katholische Kirche. Ja, in 5 Tagen wird Marx Erzbischof von München. Da ist sie. Die Linke. Die Linke, alle sagen, wenn die Linke, und alle sagen sie, wo die Linke drin ist, Staatskrise. Der Italiener braucht sowas. Hä? Wenn bei dem mal eine Regierung länger als 6 Wochen im Amt ist, dann wird der nervös. Da haben sie zweimal ihren Berlusconi aus dem Amt gejagt. Bah, Berlusconi, Waffangerkulo, weg mit der Disage, locke. Jetzt ist der Bonsai-Duce wieder da und alle. Und alle sagen, hey, alle sagen, top. Also Silvio, Silvio, bravissimo, bravissimo. Gut, ich war ja noch bei Hessen. Und da hat der Dings da schon recht gehabt. Also man lebt dort gefährlich. Ich war letzte Woche im Börsenviertel in Frankfurt. Da gerade als der Mega-Crash kam, da musstest du ja auf ganz dicht an den Häuserwänden lang gehen. Weil diese im Minutentakt sind die ja gehüpft von over die broken. Und auch der Wahlkampf. Der Wahlkampf, ein Auf und Ab wie an der Wall Street. Kaum hatte die SPD mal ein bisschen stärker notiert, sind die Genossen nervös. Man sagt, guck mal dahin, unser Umfragewert. Der Kurs steigt. Gott, was machen wir jetzt? Am Ende müssen wir irgendwann wieder Verantwortung übernehmen. Aha. Zum Glück hat dann gleich einer gesagt, es geht auf Clement anrufen. Und der hat dann die Blutgrätsche ausgepackt, mein lieber Freund. Ne, der oberste Büttel der Atomindustrie hat gesagt, ich weiß, wie man spaltet. Und jetzt, geht's eng. Und jetzt ist, wie geht's weiter? Ne, jetzt ist die große Frage, und wie geht's jetzt weiter? Wer mit wem, wann und warum? Was ist mit der FDP? Die hat sich ja sauber eingemauert, oder? Nur mit der Union. Also Westerwelle hat klar gemacht, wir sind nicht die nützlichen Idioten. Also niemand hat je behauptet, dass die FDP nützlich ist. Na, für Koch schon. Und da muss man, der hat gekämpft, der Todesscheitel aus Eschborn, mein lieber Freund. Na, der ist da los, hat alles Boxtraining noch gemacht, hat bei dem Boxen selbst der Schatten eingeschlafen. Die letzten Ladenhüter hat er noch aus der Versenkung geholt für den Wahlkampf. Der dicke war, Babs. Edmund Stoiber ist angereist. Ja, wenn jemand Probleme braucht, bin ich dabei. Meine Güte, also sind die müssen die verzweifelt sein. Roland Koch, der Retter der inneren Sicherheit, die Bild-Zeitung, hat dann auch noch seine Frau nach vorne geschickt. Mein Mann ist nicht ausländerfeindlich. Wir haben schon mal in der Türkei Urlaub gemacht. Und dann hat er zum Schluss alles noch aus dem Kescher für 12-Jährige ins Gefängnis. Und dann haben sie gesagt, das ist alles genetisch. Also, jawohl, er hat Fruchtwasseranalysen bei werdenden Müttern mit Migrationshintergrund. Bonk! Und hat dann zum Schluss doch wieder zum Klassiker gegriffen. Die SPD kann nicht mit Geld umgehen. Das hatten ihm Finanzexperten von der West-LB und der Sachsen-LB gesteckt. Und die Bayern-LB hat's umgehend bestätigt. Ne? Viele haben sich ja gefragt, wo war in der ganzen Zeit eigentlich unsere ausgleichende Volkskanzlerin? Die hat mitgemacht, auch den Kochkurs belegt, ne, und Verschärfung für die Jugend verlangt. Also etwas, was sie vor 2 Jahren noch vehement abgelehnt hat. Aber gut, das kennt man ja von ihr, ne? Ihre Roberto Blanco-Politik, heute so, morgen so. Aber viele haben sich gefragt, warum macht die das? Sie, die so für das Liberale und Weltoffene in der Union steht. Da haben ja wirklich manche dran geglaubt, ne, dass sich hinter den Worthülsen dieser machtversessenen Plattitüden-Mamsell Liberales
liberales Gedankengut verbirgt. Ne? Und wir mit Sinsalat. Lagerwahlkampf bis 2009, weil wir uns entscheiden müssen. Was wollen wir? Mindestlohn oder innere Sicherheit? Ne? Beides zusammen geht scheinbar nicht. Und viele, gerade die Älteren, sagen, Sicherheit. Ja, na, freilich. Was nutzt mir dann ein garantierter Mindestlohn, wenn sie mir in der U-Bahn rausbrüchen und abnehmen? Dann lieber kein Geld, aber mehr innere Sicherheit. Weil wenn ich nichts habe, ist ja nichts mehr da, was sie mir abnehmen können. Hallo, grüß Gott. Grüß Gott. Ja. Grüß Gott, Herr Arzt. Mein Name ist Günter Grünwald, ich komme aus Ingolstadt, das wäre meine Einweisung. Ja, dann geben Sie die gleiche mal her. Und zwar ist so, ich höre Stimmen und ich habe auch Ängste, sehr viele Ängste, vor allem vor diesen Drecksjugendlichen. Ich traue mich inzwischen nicht mehr in die U-Bahn. Ja, Herr Grünwald, auf Ihre Einweisung, Sie kommen aus Ingolstadt, ja. Da hat es doch gar keine U-Bahn. Eben. Das ist ja das, nicht, weil sich keiner mehr runtertraut. Jetzt haben wir es natürlich wieder zugeschüttet. Ja. Auf Zimmer 8 sind Sie gut untergebracht. Ja, daher die Stimmen auch, das wird dann auch alles mitgemacht, weil ich habe zum Beispiel immer das Zurückbleiben, bitte, das habe ich aus meiner Kindheit noch. Ja, ich gucke mal, dass der für Sie zuständig, da muss ich nur noch schnell das Fax an die Polizeiwache schicken, recht, sonst ja. Kommt der. Und die glauben Sie, die können lesen, wenn das Fax kommt. gut, ja. Meine Damen und Herren, es ist wirklich, momentan ist furchtbar bei mir. Ich habe Probleme, ich blicke nicht mehr durch. Es ist wirklich, ja. Und zwar, ich habe jetzt Sachen, die ich nicht mehr begreife. Ich war im Kaufhaus, ich wollte einen Filzstift erwerben, gehe an die Kasse hin, will den Filzstift bezahlen. Ich habe das Geld abgezählt in der Hand bereit. Möchte man meinen, ist eine überschaubare Transaktion. Von wegen. Ich gehe an die Kasse hin und heute einen Filzstift hier, sage, grüß Gott, den hätte ich gern, wo ihr das Geld geben. Sie schaut mich an und sagt, haben Sie Payback? Sage ich, habe ich was? Sagt sie, haben Sie Payback? Sage ich, Entschuldigung, aber das geht einer einen Scheißdreck an. Und dann sagt sie, ja, na, das gebe ich mitnichten einen Scheißdreck an. Ich möchte jetzt bitte auf der Stelle wissen, ob Sie Payback haben. Sage ich, okay, gut, sage ich, bitte von mir aus, damit es weitergeht. Sage ich, also Payback habe ich nicht, aber ich habe so Pusteln. Sage ich, jetzt weiß ich aber nicht, Zeit ist auch, weil sage ich, sind eher größere Pusteln. Sage ich, ja. Sag ich, spinnst du, da sind Apparillos dabei, die redst du mit dem Nachnamen an. Sage ich, und die eitern auch teilweise, weißt du, dann deren so nachnässen, dann haut's wieder die Plätzen davon. Und die Jucker wie der Teufel, wollen sie es einmal anlangen? Ging es weg mit ihren Pusteln? Ja, das ist ja ekelhaft. Sag ich, ja, na, fragen Sie nicht so blöd. Ja, ich wollte doch bloß wissen, ob Sie Payback haben. Jetzt fangen die wieder an. Sag ich, ist es jetzt möglich, dass man in diesem gottverdammten Drecksladen, dass man da jetzt so einen saublöden Filzstift kaufen kann, oder ist das der Hörin nicht möglich? Hilfe, Hilfe, Aufsicht, Hilfe, da randaliert einer, Hilfe. Kommt so Hans Wurst mit der schwarzen Lederjacke? Stellt er sich her, schaut er mich an, sagt er, willst du ein paar in die Fräse? Ja, wo haben wir denn? Wirklich, gut, inzwischen weiß ich, was Payback ist. Ich habe mir das dann da erklären lassen. Ich glaube, ich habe es sogar teilweise verstanden. Aber vorher habe ich es eben nicht gewusst. Man kann nicht immer alles wissen. Beim Saturn habe ich gekauft, so ein CD-Rolling oder irgendein Schmarrn, wo man dann sowieso nicht braucht. Gehe an die Kasse hin, will bezahlen. Schaut es mir an und sagt, sagen Sie mir Ihre Postleitzahl. Sag ich, wer will denn das wissen? Ja, das ist wegen der Statistik. Sag ich, ach so, wegen der Statistik. Ja, was für Statistik? Ja, damit wir wissen, wo unsere Kunden herkommen. Sag ich, ja, wo werden andere Kunden wohl herkommen? Sag ich, ich vermute, die meisten da irgendwo aus der Gegend und eventuell ein paar restliche aus der Umgegend. Sag ich, vom Mars oder von irgendeinem Spiralnebel werden die wenigsten kommen. Und wenn, haben sie keine Postleitzahl. Also es ist Schwachsinn. Was? Schwachsinn.
ja, das weiß ich auch nicht, aber jetzt sagen Sie mir endlich einen Postleitzahl, weil sonst kann ich in der Kasse nicht weitermachen. Sag ich, das interessiert mich nicht, schreibst du irgendwas nicht? Aber dann stimmt ja die Statistik nicht. Habe ich gesagt, gute Frau, habe ich gesagt, das werden Sie sich jetzt vielleicht nicht vorstellen können, aber da hätte ein großer Visionär Probleme damit, sich das vorzustellen, wie scheißegal mir einer hundsdrecksverschissene Statistik ist. Hilfe, Hilfe. Aufsicht, Hilfe. Da randaliert einer, Hilfe. Steht er schon wieder da, der Depp? Willst du ein paar in die Fresse? Wirklich, ich will aber keine in die Fresse. Warum soll ich in die Fresse wollen? Bin ich blöd oder was? Das tut doch weh, oder? Und das brauche ich doch nicht, ich brauche doch keine Schmerzen. Ja, zu was denn? Ich habe in meinem Leben genug Schmerzen gehabt. Ich bin Heimwerker und Und außerdem war ich auch ein sehr kränkliches Kind, muss ich sagen. Bei mir war dauernd irgendwas, war ständig Mumps, Masern, Scharlachröteln, dann wieder Hormone nehmen müssen. Das war das Schlimmste. Das war eine Tortur, sowas wünscht man seinem besten Freund nicht. Da habe ich mal 5 Jahre lang, habe ich da jeden Tag Hormone nehmen müssen. Das ist aber schon lange her, war ich nur ein ganz kleines Mädchen. Aber, nein, aber jetzt muss ich zur Medikamentenausgabe. Wie sieht das denn aus? Da ist man mal für ein paar Stunden nicht da, dann tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Wo ist er denn? Herr Priol! Herr Priol! Was sagt er denn wieder? Muss er irgendwo sein? Herr Priol! Wo ist er? Ach, na, logisch, wo soll er sein? Fahrst du natürlich. Ich habe mit Ihnen zu reden, Herr Priol. Wer immer das auch ist, Finger weg von meinem Lift, aber bis. Oh! Sisi! Ja, das ging jetzt aber schnell. Mein Vater. Und? Wie habe ich es gemacht? Herr Priol, was erdreisten Sie sich eigentlich? Wer erlaubt Ihnen, solche Unverschämtheiten über mich zu schreiben? Hier, dieses Fax in der Polizeiwache, das haben Sie doch geschrieben, ja, natürlich. Oder? Natürlich. So, was soll das hier heißen? Kindheitsbedingte querulatorische Verhaltensmuster? Oh ja. So eine Frechheit, sowas. Grundsätzlich harmlos. Das ist eine Unverschämtheit. Aber das hier ist ja das Größte. Ist bei günstiger Sozialprognose auch künftig keine Gefährdung der öffentlichen Ordnung zu erwarten? Ja, na und? Ist doch super. Für so ein Gutachten zahlen andere viel Geld. Herr Priol. Ich bin also grundsätzlich harmlos und von mir geht keine Gefährdung aus. Ja, was ist denn dann von mir noch übrig? Ja, ich hab's ja nur gut gemeint. Jetzt muss ich erstmal das Ding da aufnehmen. Was haben Sie gut gemeint? Wie kann man denn damit was gut meinen? Na, wir wollten halt ein bisschen feiern. Wir haben schon alles vorbereitet. Die Wurst ist da. Der Käse ist da. Der Sozialdemokrat will allein unterhalten. Wo ist denn der eigentlich? Ja, den können Sie vergessen. Den haben Sie da behalten. Wo? Auf der Polizeiwache. Er wollte den Polizisten erklären, was sich als einziges auf Ferkel reimt. Oh. Ja, da können Sie dann. Bei dem können Sie von mir aus dem Gutachten schreiben. Ja, nix, das machen wir einen kleinen Dienst. Den rufe ich an. Geben Sie mir mal Ihr Handy. Das geht nicht. Mein Handy habe ich dem Wachhabenden vor die Füße geworfen. Ach. Ja, das war ein Nokia. Oh, diese. Ja. Das ist ja, boah, der Donnerwetter. Diese Strahlkraft in der Symbolik. Das hätten ein Struck und ein Seehofer nicht besser inszenieren können. Danke. Aber ich finde, es ist an der Zeit, Zeichen zu setzen. Ja, ja, um dadurch den Standort zu stärken. Ne? Ja, der Seehofer telefoniert schon wieder mit Siemens. Ja, wieso? Machen die schon wieder Handys? Ja, na, nicht direkt. Aber in Taiwan schon. Ja, dorthin haben sie ja ihre subventionierte Handyproduktion ausgelagert. Und die von Kamp-Lindfort dazu. München und Kamp-Lindfort. Ja. Und Kamp-Lindfort ist auch in Nordrhein-Westfalen, nicht? Ja. Hat da der Rüttgers auch die Subvention zurückgefordert, wie bei Nokia? Nicht, dass ich wüsste, aber Siemens ist halt auch ein deutsches Unternehmen. Ah. Das muss in Asien präsent sein, weil Deutschland nicht genug Profit abwirft. Hat sogar unser Bundespräsident gesagt. Hauptaufgabe von deutschen Unternehmen ist es, am Markt Gewinne zu machen. Ja. Das hat die Deutsche Bank gehört. Dass wir die Deutsche Bank gehört haben, daraufhin hat sie 5.000 Stellen eingespart, damit Geld frei wird, um sich dem lukrativen Immobiliengeschäft in den USA zu widmen. Ja, komm, was sind 5.000? Die Telekom muss 50.000 Arbeitsplätze abbauen oder umschichten, nicht, um so die Großaktionäre zu entlasten. Ja. Und dann kann zum Beispiel auch BMW durch Synergieeffekte mit Mercedes 8.000 Leute einsparen? Ja, wodurch VW den Standort in Bratislava halten kann. Ja, was dann wieder die Bordellkosten senken wird. Ja, das ist so, darum, es geht ja nur darum. Es geht ja nur.
es geht ja sowieso, es geht ja nur um Kostensenkung. Ja, deshalb hat ja auch der Bahnchef Medorn jetzt gesagt, dass er Arbeitsplätze in Billiglohnländer auslagern will. Freue ich mich schon auf die Durchsage. Der Regionalexpress Memmingen-Treuchtlingen verkehrt ab sofort im Großraum Bukarest. Die haben doch alle einen an der Waffel. Na, aber dann sich über Nokia aufregen, da kriege ich so einen Hals. Ja, mit Recht, mit Recht. Ich finde... Wo er Recht hat, hat er Recht. Und wenn man überlegt, dass das der Aufschwung sein soll, der alle erreicht hat, wie die Kanzlerin sagt, kann mal gespannt sein, wie dann der Abschwung aussieht. Übrigens, der größte Arbeitsplatzvernichter von allen, wenn wir gerade so schön dabei sind, das ist ja der Mindestlohn. Nicht? Das wird das große Thema beim Bundestagswahlen 2009. Eine Orgie der Heuchelei wird sich über uns ergießen. Das wird schlimm für mich. Ich kann mir jetzt schon kaum noch an Wahlplakaten vorbeigehen, ohne die Beherrschung zu verlieren. 2009, das wird schlimm für mich, ich sag's Ihnen. Nicht? Ein Lohn, von dem man leben kann. Schädlich fürs System. Interessantes System. Die Alternative dazu, ein Lohn, von dem man nicht leben kann. Der Rest, den soll der Staat dazu geben. Nicht? Das übrigens, dieser Vorschlag kommt genau von denen, die sonst immer sagen, dass sich der Staat raushalten soll. Genau die, die fürs Privatisieren sind, für Steuersenkung. Die Gralshüter der freien Marktwirtschaft. Die aber gerne auch mal ganz pragmatisch Sozialisierung empfehlen, wenn es Milliardenverluste gibt, die unsere Landesbanken verzockt haben. Die aber machen sich keine Sorgen um diese Verluste. Das deutsche Volksvermögen, meine Damen und Herren, hat im letzten Jahr um 230 Milliarden Euro zugenommen. Das macht pro Kopf knapp 3.000. Hätten Sie nicht gedacht, nicht? Haben Sie gar nicht gemerkt? Seltsam, das müssten Sie doch gemerkt haben. Oder ist bei Ihnen nichts angekommen? Obwohl Sie dem Volk zugehören, grämen Sie sich nicht, wenn Sie nichts davon abbekommen haben. Volkszugehörigkeit, meine Damen und Herren, ist etwas Ideelles, das sich über die Niederung des schnöden Mammons erhebt. Eine Fahne zum Beispiel hinter Kanzlerin oder Präsident, wenn Weihnachten oder Neujahr zu uns gesprochen wird. Das ist mit Geld nicht zu ersetzen, meine Damen und Herren. Auch das Christkind hatte wenig und war doch zufrieden. Armut ist ein großer Glanz von innen. Hat Rilke gesagt, können Sie noch brauchen die nächsten Jahre, schätze ich. Nicht? Übrigens, die, ja, jetzt mal, Spaß beiseite. Jetzt hören wir mal auf, Witze zu machen. Völlig ernsthaft, meine Damen und Herren. Ich mache mir Sorgen um unser Volk. Die innere Sicherheit im Land ist tatsächlich bedroht. Die Jungen müssen Angst haben und sind bedroht von Kinderarmut, ihre Eltern von Altersarmut. Sie können heute nicht mehr sicher sein, dass sie von 40 Stunden Arbeit überhaupt leben können. Einen sicheren Arbeitsplatz, den können Sie nur noch im Beamtenmuseum bestaunen. Selbst Ihr Reihenhäuschen ist nicht mehr sicher, auch wenn Sie Ihre Raten bezahlen, weil die Bank Ihres Vertrauens möglicherweise gerade den Kredit weiter verzockt hat. Und wohin wollen Sie Ihre paar Kröten bringen, die Sie fürs Alter zurücklegen wollen, wenn Sie überhaupt welche haben? Die Empfehlungen Ihres Anlageberaters haben den gleichen Wahrheitsgehalt wie die eines Hütchenspielers. Casino-Kapitalismus, das hat Oscar Lafontaine gesagt. Es stimmt aber nicht. Das ist eine Verharmlosung. Im Casino, meine Damen und Herren, da gibt es strenge Regeln und eine staatliche Oberaufsicht. Aber da gibt's das nicht. Und wenn sich im Casino einer verzockt hat, da erschießt er sich wenigstens. Hier müssen wir auch noch seine Wettschulden bezahlen. Das war ja nur ein Witz von Herrn Priol, dass er gesagt hat, dass Sie in Frankfurt reihenweise vom Hochhausdach gesprungen sind. Leider nicht. Hätten Sie es wenigstens gemacht. Nicht wahr? Ich frag Sie ernsthaft. Was frage ich Sie? Was? Ich frage Sie nur als kleines Beispiel, was soll ein Bochumer Nokia-Arbeiter mit seinen Nokia-Aktien machen? Aktien, die er statt Lohnerhöhungen bekommen hat, damit er zukünftig die Unternehmenspolitik als Kleinaktionär mitbestimmen kann. Soll er die Dividende versaufen oder soll er zum Therapeuten gehen, damit er nicht irre wird? Er sollte die ganze Aktie versaufen, damit sie ihm nicht abgenommen wird, wenn er seinen Hartz-IV-Antrag unterschreibt. Das ist die Situation und da muss man sich doch Sorgen machen. Da muss man doch sagen, die Sicherheit ist bedroht. So ist die Lage. Habe ich was vergessen? Doch, natürlich. Entschuldigung. Terrorismus. Islamisten. Wie konnte ich das vergessen? Die anderen, wie heißen sie noch? Integrationsresistente Migranten, oder wie man es jetzt höflich nennt. Die sind natürlich auch, die sind weiß Gott gefährlich. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Aber sie sind auch nützlich, meine Damen und Herren. Für die Zusammengehörigkeit des Volkes sind die außerordentlich nützlich, weil wir sie medienwirksam auf dem Altar der Massenmedien schlachten können als Sündenböcke statt des goldenen Kalbes, um das sie alle tanzen. Das wäre auch ein Satz, der ins Wort zum Sonntag passen würde. Ja, aber das, in letzter Zeit habe ich das öfters, beunruhigt mich. Ja, hoffentlich ist das keine Alterserscheinung, dass ich plötzlich immer auf die Beatle komme.
blöde Geschichte. Übrigens, wissen Sie, welche Bedrohung ich geradezu herbeisehne? Altersgewalt. Nach der Jugendgewalt, Altersgewalt. Massenhaft hochaggressive Rentner und Pensionäre vor den nächsten Bundestagswahlen. Und dann möchte ich die Bild-Zeitung sehen, wenn sie auf ihre Stammwähler losgeht und sie diffamiert. Das gibt mal eine Abwechslung. Und übrigens den Mindestlohn, der wird überhaupt nicht mehr diskutiert bei der nächsten Wahl wahrscheinlich, weil die Union ihn haben wird oder haben möchte bis dahin. Der Merkel-Berater Bert Rürup, einer von den fünf Wirtschaftsweisen, der fordert ihn nämlich jetzt schon. Mindestlohn maximal 4,50 Euro die Stunde. Wissen Sie, was das ist? Das sind 180 die Woche. Ich sage Ihnen eins, dieser Rürup, entweder kann er nicht rechnen, will er nicht rechnen oder ist sonst komplett verwirrt. Das ist meine persönliche Überzeugung. So, da. Das muss man sagen. Ah, da, Sie kommen genau. Kommen Sie nur mit. Kommen Sie nur mit. Sehr schön. Mein Lieber, ja, da brauchen Sie gar keinen Diener machen. Herr, in aller Form, Herr Rürup, erklären Sie, was Sie da geäußert haben. Da kann ich nur ein klares Nein. Ich bin nicht, um Gottes, ich bin es nicht. Mein Name ist Piet Glocke. Ich weiß nicht, wie oft ich hier schon verwechselt bin. Ich bin weder verschwippt noch verschwappt. Das ist aber bedauerlich. Glocke. Ich möchte hier, Glocke. Ich bin hier Insasse. Ich bin hier Insasse und ich möchte einen kleinen Beitrag vortragen. Der Herr Priol hat erzählt, wenn hier ein Besuchstag ist, dann darf jeder Insasse einen kleinen Beitrag mit den Damen und Herren. Und das, ich bin sehr gut vorbereitet. Ach, dann wären Sie hier der Erste, der gut vorbereitet wäre. Ja. Hoffentlich merkt man es auch am Vortrag. Rürup wäre mir wesentlich lieber. Ja, guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist, da ich, man wird so häufig, also entweder werde ich verwechselt oder viele wollen mich, also ich meine, kennen mich nicht und deshalb. Ich darf mich noch mal kurz vorstellen. Ich habe also, das liegt aber auch daran, weil ich, und man hat auch seine Ruhe dadurch, wenn einen wenig kennen. Ich lebe allerdings auch nach dem Motto, ich stelle alles einfach ins Internet, nicht Hauptsache es gerät nicht in die Öffentlichkeit. Ja, also wie gesagt, ich habe, nur dass Sie es wissen, mit wem Sie es zu tun haben, ich habe in den letzten 6 Jahren beruflich ganz intensiv nichts gemacht und das allerdings freiberuflich. Und jetzt geht es aber seit einiger Zeit aufwärts. Im vorigen Jahr habe ich den bekannten Prix de Meaux überreicht bekommen und in diesem Jahr bin ich sogar von einer großen amerikanischen Rindfleischfirma, werde ich wahrscheinlich zum Ehrenbürger ernannt. Es ist ja nur zur Auflockerung, gleich geht es also richtig wieder weiter. Ich habe einen kleinen Sketch zur heutigen Fernsehlandschaft vorbereitet. Stellen Sie sich einfach vor, es geht ta-ta-ta-ta-ta, nicht wahr? Gut. Meine guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist das zweite deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Zunächst einmal etwas ganz Aktuelles. Wiegen Sie nicht jedes. Bagdad. Bagdad. Vor 4 Stunden hat sich ein 24-jähriger Terrorist im eigenen Wagen vor einem mit 2600 Menschen prall gefüllten kleinen Bistro in die Luft gesprengt. Niemand, aber auch niemand, ist verletzt worden. Der Täter war, und das hat irgendein Schreiben ergeben, ich kann es so schlecht erkennen, weil auf dem Teleprompter gerade ein amerikanischer Spielfilm. Der Täter war, war nicht angeschnallt, ich improvisiere das jetzt ein bisschen. Während wir nun direkt zu meinem Kollegen vor Ort, Wulf Kassenberger, schalten, jetzt mache ich eine etwas typische Fernsehsituation, werde ich Ihnen ein Entrecôte, also bis die Leitung steht. Und zwar soll es ein, bitte, das ist doch, das können Sie sich gleich, ich habe das ja alles hinten liegen in meinem Schreiben, betreutes Denken. Also, zu dem Entrecôte habe ich, ein Entrecôte de la, was weiß ich, Chanson oder was, habe ich eine Beilage auch noch, die müsste ich eigentlich, hatte ich, aber die ist wahrscheinlich gerade außer Haus.
nehmen wir einfach ein überbackenes hier von diesen, wie heißt das, diese Tiere, die sind ja, wenn das Männchen, das bläst dann hier so eine Tragetüte. Tier des Jahres 2008, Frosch. Schenkel, überbackener Froschschenkel. Herr Rürup, haben Sie auch irgendwas anderes? Müssen Sie mit diesem albernen Zeug hier, haben Sie irgendwas Seriöses, Ernsthaftes in Ihrem Vortrag? Das wird mich als Anstaltsleiter wirklich mal langsam interessieren. Herr Priol, überhaupt kein Problem. Ich habe noch etwas anderes, natürlich. Ja, dann ich auch. Das musste ich. Ich habe sogar einen Skandal vorzuweisen. Meine Damen und Herren, das Osterfest steht vor der Tür. Und ich gebe jetzt bekannt, es ist soeben erst herausgekommen, Schlepperbanden aus dem Osten holen als Hasen verkleidete Kaninchen, das sind teilweise gesichtschirurgische Eingriffe, die werden hier in unser Land als Au-pair-Hasen bitte, nein, das ist... Und nehmen hier, verstecken hier illegal, kurz vor Ostern, und nehmen unseren deutschen Hasen, ziehen die Existenzgrundlage unterm Stummel weg. Und der deutsche Hase steht dann hinterher bei und kriegt da dieses Haas 4. Und dann ist es so, und die Bitte. Hinterher ist es so, bitte, Herr Doktor. Es ist ja meist auch noch, die Tragik liegt ja darin, nicht, dass 92% dieser hier, die wissen ja hinterher gar nicht mehr, die enden womöglich in solchen, Hasenhäusern, wo die für einen Hasenlohn Wildfremden die Eier verstecken müssen. Da schlägt man doch die Löffel über den Kopf. Und das ist einfach, ich muss ganz ehrlich sagen, Gott sei Dank gibt es die sogenannte, ich glaube, Rabbit Foundation. Die kümmern sich halt um solche Gestrandeten und auch um ältere, also alte Hasen, die also legebedürftig sind. Und ich bin in diesem Problem, und deshalb ist das ein seriöser Beitrag, schon vor langer Zeit vors Bundesverfassungsgericht gezogen. Und die Wohnung habe ich heute noch. Und das muss einfach mal gesagt werden. Da haben Sie doch... Es ist reich. Ich muss mir das nicht länger anhören. Haben Sie denn gar nichts, was Sie irgendwie mal vielleicht mal interessiert? Doch, ich hätte... Ja, ganz weiche, schöne... Was war das denn, was der uns da jetzt aufgetischt hat für einen Schwachsinn? Ja, in Fachkreisen nennt sich das Frühjahrsgutachten, glaube ich. Das. Ja, aber und was hat das mit diesem Kochen zu tun? Oh, das ist schon viel. Ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt. Man muss das im globalen Teuerungsrate, zum Beispiel. Ich musste ja hier jetzt die Inventur machen neulich. Und da ist es schon, wenn man den Inflationsschadensbericht mal sich näher anguckt und mit den artbedingten Robbensterben in Nadelwäldern kreuzt, dann, das hat was. So? Ja, so. Soja hat es. Soja zum Beispiel mit den Preissteigerungen und den Preisdämpfungen. Wenn Soja hat sich im letzten Jahr, wie übrigens auch Weizenmehl, um 15% verteuert, während im gleichen Zeitraum süße Mandeln und Blumenkohl sich um den gleichen Prozentsatz verbilligt haben. Und was verrät uns das? Wenn wir beide jetzt in der Kantine auf Soja und Einbrenne verzichten und stattdessen nur noch gedünstete Mandeln und Blumenkohl bestellen, haben wir eine echte Win-Win-Situation. Das ist mir zu hoch. Ja, deswegen brauchen wir ja Experten im Land, die uns das erklären. Lauch zum Beispiel. Lauch. Was? Wieso jetzt wieder Lauch? Lauch ist... Warum denn Lauch? Weil Lauch im letzten Jahr um 18% billiger geworden ist. Dagegen aber dann die Studiengebühren, Markenbutter und Rechtsschutzversicherungsbeiträge exorbitant gestiegen sind. Muss ich 2 Farbfernseher und 3 Computer kaufen, um das irgendwie wieder ausgleichen zu können, sodass ich mir dann Stangenspargel aus der Dose leisten kann, wenn ich auf Zwiebeln, das Autofahren und Ferngläser verzichte. Entschuldigen Sie, Sie können ruhig weiterreden, aber das scheint mir recht harntreibend zu sein. Ja, da habe ich was für Sie. Nein, das ist toll. Was? Da habe ich was.
Da habe ich was für Sie. Abführmittel. Abführmittel sind ja, richtig in den Keller gerauscht. Nicht, ja. Nicht, aber Spülung nicht ja, so lange drücken, ja weil die Kanalgebühren ja nicht mehr bezahlt werden können. Es ist doch warm, man muss sich doch langsam mal wieder ein bisschen mit den elementaren Bedürfnissen beschäftigen. Und das ist ja alles im Wahlkampf völlig untergegangen. Der Klimaschutz zum Beispiel. Was ist aus der Königsdisziplin unserer tollen Volkskanzlerin geworden? Nix, fort ist es. Weil Brüssel so frech war und gesagt hat, dass die EU-Grenzwerte für Autos auch für deutsche Autos gelten sollen. Da ist aber gleich Michel los. Michel, grüß Gott, hier kommt der Michel los. Der kam angebaut, es geht nicht, die deutsche Automobilindustrie kann nur groß. Und hart von einem Vernichtungsfeldzug gegen die Deutsche sein. Ein Vernichtungsfeldzug! Wird brav von seinem stellvertretenden Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel sekundiert, der auch gesagt hat, Brüssel bereitet den Krieg gegen deutsche Autobau. Ich bin gespannt, wann die E-Klasse jetzt mit Panzerabwehrraketen ausgerüstet wird. Ich meine, und dann haben die gesagt, nein, das geht so nicht, weil jetzt wird gerechnet, weil wir können nur groß. Und jetzt haben die, es darf bei uns nicht nur der Ausstoß, sondern sie haben einen Koeffizienten ermittelt. Das ist toll. Das ist, da muss also Gewicht mal Hubraum geteilt durch den Ausstoß, multipliziert mit den Sitzplätzen und der kinetischen Energie zum Quadrat. Und daraus die Wurzel. Was zur Folge haben wird, dass ein 3-Tonnen-SUV, Sports Utility Vehicle, SUV, ganz wichtiges Segment bei uns, ich fahre nur im SUV, dass ein 3-Tonnen-SUV wie der Q7 von Audi, ne, der gerne von der Gattin in der Innenstadt bewegt wird, um beim Metzger ein halbes Kilo vorbestelltes Rinderhack für den Zwerglabrador abzuholen. Vorne mit großen Büffelfänger dran. Das muss ja sein, es könnte ja sein, dass aus der Fußgängerzone mal Wiesent querschießt. Dass der, weil er so viel wiegt, aber 7 Sitzplätze hat, mit dem Ding den Umweltengel verpasst bekommt, während ein Smart, weil nur 2 Leute reinpassen, als Umweltsau gilt. Ich bin sicher, das kriegen wir hin. Ich habe da keine Bedenken. Wir kriegen das hin. Hat Michel Kloß schon gesagt. Wir befinden uns verkehrspolitisch in einer Sackgasse, aber die wird 8-spurig ausgebaut. Oder so. Haben Sie jetzt endlich mal dafür Ihren Stabreim die richtige Position gefunden? Ich arbeite dran, aber was mich eigentlich interessiert, ist Gewalt, Jugendgewalt. Nein, das ist ja kein Thema mehr, die Hessenwahl ist vorbei, ist aus. Und Britney Spears? Och, die kommt nächstes Jahr in die nächste Staffel vom Dschungelcamp zu RTL, kein Problem. Sagen Sie mal, da könnte man doch auch diese jugendlichen U-Bahn-Schläger reinstecken zum Madenfressen. Nein, mit denen haben sie anderes vor. Der Türke soll bei Bohlen vorsingen und den Griechen stecken sie ins Big Brother Haus. Und Frank Schirmacher. Wer? Frank Schirmer, das ist der Verbalhooligan aus dem Feuilleton der FAZ, der ja unser Land schon von migrationshintergrundbedingten Schlägern übernommen sieht, der alle Rentner und Wehrlose zu Brei... Methusalem-Kompott. Ja. Was machen wir mit dem? Dem hat Scientology die Ehrenmitgliedschaft angeboten, weil er doch die Laudatio im Auftrag der Buddha-Sekte für Tom Cruise gehalten hat. Weil dem hat doch die Bunte ihr Courage-Bambi verliehen. Ich meine, der Tom Cruise zeigt der Welt, wie die Deutschen im Zweiten Weltkrieg wirklich waren. Widerstandskämpfer, das hat nicht jeder gemerkt. Ja, weil damals gab es halt auch die Bunte noch nicht. Die hätte aber Tom Cruise auch zum Papst wählen lassen. Der hätte sogar heiraten dürfen. Maria Furtwängler. Ja, wenn die Bunte die Exklusivrechte an den Fotos gekriegt hätte, wahrscheinlich. Okay. Ladies and gentlemen, Mr. Faith. Yeah. Listen, please. Claire, thank you very much. Listen, please, Mesdames et Messieurs. Ja, Jugendgewalt, das interessiert mich. Das ist diese Gewalt. Wissen Sie, das Problem ist ja eigentlich nicht, dass wir zu viel Gewalt haben. Wir haben zu wenig. Ja, und ich rate Ihnen auch als Familienvater an, Ihre eigene Brut regelmäßig mal mit einer Dachlatte zu bearbeiten, dass die Einzelnen den Rüssel kriegen, einfach damit diese Kinder mal merken, es gibt nicht nur Gewalt im Fernsehen und im Internet, nicht? Gewalt ist eine ganz reale Größe, eventuell sogar eine Alternative für Schüler zum nicht erteilten Sportunterricht. Ja, und zum Beispiel Kurt Beck zum Beispiel, der berühmte Arbeiterführer, will die Hauptschule abschaffen. Was ist das eigentlich für eine Moppelkotze? Wer kommt denn auf so eine Idee? Die Hauptschule, es ist die Hauptschule.
Hauptschule. Hauptschule, Hauptstraße, Hauptstadt, Hauptsache, das Kopf, das Haupt, die Hauptschule. Keine Nebenschule. Die Probleme kommen vom Gymnasium. Das Gymnasium ist das Problem. Diese Bildungsgeilheit. Verstehen Sie? Weil Kreti und Pleti ihre halbbegabten Schwachmaten auch aufs Gymnasium schicken, nur damit die später nicht körperlich arbeiten sollen. Das ist antischlesisch. Oder sie haben Angst davor, ihre Kinder in die Hauptschule zu geben, weil sie da auf Migranten mit einem Menschenhintergrund stoßen könnten. Ja, das ist natürlich schlecht für die Bildung. Wir haben ganz schlecht abgeschneidet bei der PISA-Studie, meine Damen und Herren. Soweit mir bekannt ist, können 4 von 3 Deutschen überhaupt nicht richtig rechnen. Und wenn, es ist... Aber es ist ja in Finnland alles besser, nicht? Dann kajolen die alleinerziehenden Mütter rum, die jaulen sowieso die ganze Zeit und jammern und sagen, Finnland, Finnland, die alleinerziehenden... Ich sage Ihnen eins, auch Ben Cartwright war alleinerziehend. Und hatte darüber hinaus. Genossen und Genossin, listen please, écoutez. Und hatte darüber noch so die ganze Ponderosa am Hacken, ohne ständig vom Sozialstaat betüdelt zu werden. Und einen illegalen Chinesen hatte er auch, soweit ich weiß. Ja, das ist, wissen Sie was? Da wird immer gesagt, das ist das finnische Bildungssystem. Finnland, 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 Finnland. Die Absolventen dieses Bildungssystems, die schmeißen gerade bei Nokia in Bochum 3000 Leute raus. Weil sie nämlich rechnen können. So, das ist der Unterschied. Die Deutschen rechnen auch, nur ein bisschen anders. 8 mal 4, 24 Stunden frisch. Bitte rechnen Sie jetzt. Ja. Nein, Sie wissen selber, was Provinz ist. Ich hoffe es jedenfalls nicht. Provinz ist da, wo man den Lehrer zu den Intellektuellen zählt. Und genau das ist das Problem. Wir brauchen in die Hauptschule keine Intellektuellen. Was wir brauchen, sind Pädagogen, Menschen, die sich durchsetzen können. Pädagogos, altgriechisch, der Knabenführer. Ja? Ich selber bin Gewalte, ich bin Pädagoge. Und wenn dann zu mir einer kommt und sagt, hey Lehrer, weißt du, hab ich die Hausaufgabe auf die Computer, ist die Computer kaputt, was soll ich machen? Da gehst du zum Mediamarkt, besorgst den neuen Computer, du weißt ja, wo er ist, aber lass dich nicht erwischen. Wir Kinder, wir haben eine Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung, wir müssen die Kinder da abholen, wo sie sind. Das ist das ganze A und O der Geschichte. Schauen Sie mal, es werden so viele Dinge angedacht bei uns, aber keiner denkt was zu Ende. Ja, wir haben Denkverbote. Wenn der Schäuble mal denkt, dann kajolen die Grünen, entschuldigen Sie bitte, ich habe mich versprochen. Nicht? Die sagen dann, ja, der tritt die Grundrechte mit Füßen. Der Mann ist querschnittsgelähmt. Ja. Und der Roland Koch, das sage ich Sie auch, Ihnen. Der Roland Koch, das war gar nicht so verkehrt, was er gesagt hat, um es mal ganz ehrlich. Die meisten Finnen empfinden es ja genauso, ja. Ich, aber welchen Asylbewerber wollen Sie denn damit beeindrucken mit Kinderknast? Die Kongolesen oder die aus Uganda, Sierra Leone, die haben im Alter von 12 Jahren schon 2 Jahre Militärdienst hinter sich. Ja, im aktiven Kampf, im Dschungelkrieg und wir spielen Dschungelcamp. Ich kriege, da bin ich lieber in einer geschlossenen Anstalt. Ja, ich bin kein Star. Lasst mich hier drin. Ich danke Sie. Bleiben Sie da. Bleiben Sie da, mein Lieber. Ausgezeichnet. Tolle Bursche. Ja. Menschenskind. Furios. Das war ja ein Kracher, Mensch. Sie sind eine Bereicherung für uns. Chapeau, chapeau, mein Lieber. Das hat Ihnen Spaß gemacht. Donnerlittchen, hat mir Spaß gemacht. Allerdings, haben Sie mehr davon? Jederzeit. Ja, hören Sie mal, Sie könnten bei uns mal referieren. Zum Beispiel die Bedeutung der Kopfnote für die moderne Pädagogik oder sowas. Bei uns zu Hause, da war die Kopfnuss sehr beliebt. Auch gut. Und bei Rüttgers muss es der Sturz vom Wickeltisch gewesen sein. Das ist gut, nicht? Ich habe so eine Manöverballstimmung. Ich könnte noch etwas musizieren, einen Gassenhauer. Ich suche noch einen Reim auf Ferkel. Nein, ich glaube, musizieren später. Vielleicht okay. Noch zum Schluss oder so, aber lassen Sie uns erst noch ein bisschen Text machen. Sehr schön, bleiben Sie da. Tolle Sache, ausgezeichnet. Furios, verdienter Applaus. Ja. Sehr schönes Thema vom Kameraden, wenn wir dabei sind. Landsleute, sind wir ehrlich. Wir wissen es alle, die Experten im Land sind sich auch einig, der Arm-Reich-Konflikt in Deutschland wird sich zuspitzen, der soziale Frieden ist passé. Und was heißt das bei zukünftigen Zusammenstößen? Wer steht in vorderster Front? Der junge Mann natürlich. Und warum? Testosteron? Ja, ganz einfach, weil die Hormone beim jungen Mann das Kommando übernehmen.
Und Testosteron ist die klassische Kampfdroge. Das wissen wir doch alle. In Vietnam, können Sie sich nicht mehr erinnern, da haben es die Burschen noch mit Bourbon runtergeschluckt, die Tabletten, um die Angstattacken zu bewältigen. Unsere Radsporthelden spritzen sich das Zeug, um die letzten Reserven zu mobilisieren. Im Irak ist das Zeug mittlerweile als Depotimplantat im Oberarm der Marines, kann ferngesteuert abgerufen werden. Nicht Magic Testosteron. 2 weeks in a Blackwater Education Camp and you will be marinated in Testosteron. Nicht? Das ist so ein kleiner Werbeslogan für US-Söldner. Nicht? Aber hat seinen bedeutenden Wert. Kulturanthropologisch außerordentlich wichtig. Sie kennen doch alle das Gebot Gottes, macht euch die Erde untertan, hätten wir ohne Testosteron nicht geschafft. Ein Geschenk Gottes an den Steinzeitmann, würde die hessische Kultusministerin sagen. Nicht da? Wir haben damals das Testosteron einer wichtigen Funktion. Der junge Steinzeitjäger bekam das Zeug und dann war er angriffslustig, mutig und hat die riesigen wilden Tiere erbeutet, mit nach Hause genommen. Sein Steinzeitweibchen, Hüterin des Feuers, testosteronfrei, kriegte praktisch die Jagdbeute als Herdprämie überreicht und die Steinzeitwelt war in Ordnung. Heute sieht es völlig anders aus. Der moderne Mensch braucht im Business kein Testosteron. Eher hinderlich. Gleichzeitig produziert er es im Überfluss. Nicht Überstimulation, kommerzieller Art. Sie kennen das alle. Ergebnis, nicht? Der Junge, das Unterschichtmännchen bringt ja kaum Beute nach Hause. Steinzeitweibchen ist unzufrieden, macht sich rar. Triebstau, Übersprunghandlung, haben wir den Salat, geht's ab nach Sibirien. Nicht, ja, nicht. Übrigens, Sibirien. Für Erziehungslager keine gute Wahl, wenn ich das sagen darf. Nicht, da ist schon einmal germanisches Testosteron eingefroren worden. Also man muss sagen, eine kleine Geschmacklosigkeit gegenüber den alten Kameraden, wenn mir diese Bemerkung erlaubt sein darf. Nicht. Aber eine Frage müssen wir noch abschließend beantworten. Kann die Bundeswehr hilfreich sein bei der Bekämpfung von Jugendgewalt? Ich sage es Ihnen ganz offen, sie kann und sie tut. Die Bundeswehr tut es heute schon bereits und zwar schnell, effektiv, präventiv. Sehen Sie mal. Der durchschnittliche junge Mann in Deutschland, der eine gewisse Gewaltbereitschaft zeigt, ist zu 90% männlich und er ist zu 70% wehrfähiges Alter. Was heißt das? Ein Teil davon ist bei uns. Was meinen Sie, was auf Deutschlands Straßen los wäre, wenn wir bei der Bundeswehr von den Burschen nicht immer ein gutes Drittel abschöpfen würden? Nicht? Die werden bei uns ruhig gestellt, liebe Landsleute. Und wir machen das effektiv und das klappt auch. Sehen Sie mal, auf der Straße rennen die rum und suchen ihre Identität. Bei uns, da wissen Sie, wer Sie sind. Das steht auf der Schulter. Und bei uns wissen Sie auch, wer Ihnen was zu sagen hat. Das bin ich, das steht bei mir auf der Schulter. Nicht? Das ist eine überschaubare Sozialstruktur. Dazu eine klare Kommandosprache, kein Schachtelsatz, kein Fremdwort. Überschaubare Situation und als zentraler Aspekt führen durch Vorbild. Von äußerster Wichtigkeit. Pädagogisches Grundprinzip bei uns. Führen durch Vorbild, quasi ein Naturgesetz. Geht bei Mensch und Tier. Hund, Kampfhund zum Beispiel ja auch. Ein Kampfhund wird ja nicht bös geboren, Landsleute. Schlechtes Herrchen, böser Kampfhund. Gutes Herrchen, braver Kampfhund. Warum soll es bei dem Burschen nicht funktionieren, wenn es beim Hund funktioniert? Nicht? Und übrigens für die Sonderfälle, nicht wahr? Für die jugendlichen gewaltbegreiten Hooligans mit arischem Migrationshintergrund, nicht? Da hätten wir noch eine Spezialbehandlung, einen Trumpf in der Hinterhand. Roland Koch als Verteidigungsminister, vor dem haben die jungen Rechtsradikalen Respekt als Herrchen, nicht wahr? Ein kleiner Scherz, nicht wahr? Nein. Bitte nicht. Der bleibt in Hessen. Was will er denn da? Ja, regieren. Mit wem denn? Große Koalition? Nein. Das hat die Kanzlerin schon klar gemacht. Eine Zusammenarbeit mit einer Frau wie Frau Ypsilanti ist schlicht und ergreifend unmöglich. Ich sag, guck, jetzt wird sie auch noch stutenbissig langsam. Ja gut, aber jetzt bitte ich Sie, mit wem denn dann? Es ist doch keiner da. Al-Wazir, ein jemenitischer Migrant. Ja, und das als Innenminister von Koch. Nein, das bleibt alles wie immer. Bürgerlich, FDP. Das reicht doch gar nicht. Das ist doch egal, das macht doch der FDP nichts. Da wird geduldet. Wer will denn Roland Koch dulden? Die Linke? Ja, machen die. Was? Nein. La Fontaine, die späte finale Rache an der SPD. Na, das ist ja eine kühne Idee. Ah, da ist er. Ja, sehr schön. Unser Musikant. Ja. Ich hab's jetzt. Ich hab ihn. Und unterstützt hat dieses Ferkel zum Glück nicht Frau Dr. Merkel. Das ist doch jetzt ein völliger Blödsinn.
Frau Reuss ist ein astreiner Alexandriner. Ja, aber die Aussage ist falsch. Und wir haben jetzt sogar Zeit, das mehr noch zu analysieren. Weil, guck doch mal auf die Uhr, ist 23 Uhr, 5 Minuten. Ich muss jetzt abmoderieren. Also, meine Herren, das war... Herr Prior, ich habe eine kleine Idee. Wir haben doch die närrische Jahreszeit. Machen Sie es doch mal locker vom Hocker. Ich glaube, das steht Ihnen. Was? Der Bitte. Ja, 13. Bei uns dabei, das Glas, man hebe es, aber unser Quetschepuff, der hebe es. Ja. Und denkt man, jeden Vers, den nimmt er, da kennt man nicht den Grünwald Ginter. Jetzt bin ich völlig von der Socke. Die Schuh bringt mit unseren Piet Glocke. Und wisst ihr nicht, wohin ihr Leute? Im März ist wieder Anstaltszeit. Am Anfang gleich, und zwar für alle, wie immer live, direkt nach dem Heute-Journal. Konfetti! Das ist mir sowas von. Ja, und das.